wir haben uns heute mal wieder ein kleines Mini-Album, ein kleines Scriptbook gezaubert mit ganz tollem Papier. Und wir zeigen euch mal, wie schnell und einfach man sich sowas basteln kann. Bleibt dran, viel Spaß. In einem unserer letzten Hauls, vielleicht auch schon ein bisschen länger her, hatte ich euch mal gezeigt, dass ich von der Firma Famosio oder bei der Firma Famosio, das ist so ein Ausbildungsshop, den ich euch ans Herz gelegt habe, so eine tollen Papiere gefunden habe. Von Scrapberries kannte ich vorher auch noch nicht. Und da sind jetzt so ganz tolle einzelne Blätter, die man vorne und hinten benutzen kann. Finde ich eigentlich richtig toll und habe mir gedacht, also für Karten wäre mir das jetzt zu schade. Wir basteln da einfach mal ein Album draus. Sind jetzt zwar nicht viele Seiten, die ich da von einer Sorte habe, die haben ja so viele verschiedene, aber für ein kleines Album müsste das eigentlich reichen. Ich habe mir dann gedacht, ich mache diesmal ein 15x15 Album, weil das ja hier 30x30 Papiere sind. Die Schrift hier unten schneide ich mir ab. Jetzt werde ich erstmal meine Seiten zuschneiden. Ich habe mir dann jetzt alles zurechtgeschnitten, was ich für mein kleines Album brauche. Erstmal ein Vorderseite oder Umschlag, Buchumschlag, ein Blatt, was ich schön fand, eins, was ich innen schön benutzen finde. Kann, das habe ich mir aus einem anderen Block noch rausgenommen, weil das sonst einfach nicht erreicht hat, ist auch von Scrapberries, auch bei der Firma da gefunden, die ich euch verlinke. Da sind jetzt 24 Blätter drin und das Grün hier hinten, das hat mir ganz gut gefallen für den Innenbereich. Dann habe ich mir zum Zusammenkleben was ausgeschnitten. Das waren dann so kleine Reste, die ich noch hatte. Dann habe ich mir die Seiten, hatten wir ja gesagt, 15x30, dass man immer zwei Teile aus einem 30x30 Blatt rauskriegt. Dafür habe ich mir dann auch schon Deko gleich zurechtgeschnitten. Das kleben wir gleich mal alle zusammen. Dann hier die Seiten wieder. Zugeschnitten sieht das ja noch viel schöner aus. Ja, zugeschnitten sieht das noch viel schöner aus. Hier habe ich mir auch noch mal so, so einen Wasserfall zugeschnitten. Das passt dann hier auf die Seite gut drauf. Und zeige euch gleich mal, wie wir das ganz einfach zusammenkleben. Ich muss jetzt wirklich nicht jede Seite zeigen. So. Jetzt fangen wir erstmal mit den Seiten an. Hier habe ich mir so kleine Teile ausgeschnitten. Das wären dann so Einstecktaschen. Hier kann man also was reinstecken. Und da ich das Cover ganz zum Schluss erst aufkleben möchte, fangen wir hier mal an mit der Tasche. Damit klebt man Seiten auch zusammen. Deswegen machen wir jetzt nur an den Außenseiten und an der Innenseite, die hier gefalzt ist, Kleber ran. Nehmen uns die erste Seite, aufpassen, dass das wirklich alles nach unten ist, was wir unten haben wollen. Und jetzt müssen wir das hier richtig passgenau ansetzen, damit wir da nachher die Seite mit kleben, zusammenkleben können, also das Cover da ransetzen können. Jetzt muss das festgestrichen werden. So, kommt hier nachher das Cover ran. Das ist unsere erste Seite und hier. Und da vorne hast du jetzt eine Tasche. Und hier habe ich jetzt eine Tasche praktisch. Aha. Und hier, wenn ich das Cover nachher gegensetze, habe ich dann hier auch nochmal eine Tasche. Das ist ja raffiniert eingefügt. Einstecken kann. Ist eigentlich ganz einfach. So, dann haben wir hier die erste Seite, die wir umklappen können. Hier ist die zweite Seite. Hier machen wir jetzt mal ein anderes Ding zum Zusammenkleben. Hier setzen wir jetzt beide Seiten zusammen, damit ich hier eine Einstecktasche kriege, eine große. Da wird jetzt hier unten Kleber ran gemacht und an beiden Seiten. Und jetzt muss die erste Seite ganz passgenau auf diese zweite Seite hier drauf geklebt werden. Wieder schön verstreichen. Könnt ihr natürlich auch mit diesem doppelseitigen Klebeband machen. So, jetzt haben wir hier die zweite Seite und hier haben wir jetzt dann eine Tasche drin, da kann man sich dann Einstecker reinstecken. So. Das ist ja cool. So, zweite Seite. Hier wollte ich jetzt einfach auch auf einer Seite einfach mal so einen Einstecker reinmachen und die andere Seite so lassen. Kann man sich jetzt überlegen, welche Seite man da nutzen will. So,
eigentlich völlig egal. Ich lasse die mit dem Schmetterling. Machen wir auch wieder als Einstecktasche. Nicht einfach bloß draufkleben, sondern als Einstecktasche. Kommt dann jetzt hier so knapp vor der Mitte gegen, dass wir immer noch blättern können. Und oben und unten muss es passig sein. Und dann kann man hier auch wieder, wenn ich mir das Blatt zugeschnitten habe, auch wieder was reinstecken. Die nächste Seite wollte ich auch wieder so machen, dass ich einen Einstecker reinmachen kann. Das kann man sich jetzt immer überlegen, welche Seite man mit Einstecker oder welche Seite man mit solchen Klappdingern macht. Diese kleinen, die ich mir da zugeschnitten hatte. Davon hatte ich aber nicht mehr so viel über. Also muss man sich das wirklich genau überlegen, wie man das macht. Das muss auch wieder richtig passgenau draufgesetzt werden. So, nächste Seite. Bei dem Kleber ist immer das Gute, man kann, was zu viel ist, einfach abrubbeln nachher. Na komm, das lässt sich einfach abrubbeln. Wenn da jetzt wirklich irgendwas drüber ist, dass das nachher nicht mehr klebt, muss ich überall noch mal ein bisschen rubbeln. Nächste Seite, hier auch wieder so eine Einstecktasche. Nächste Seite zum Umblättern. So. Dieses Buch sollte eigentlich nur mit solchen Seiten gemacht werden, oder wollte ich eigentlich, dass man die alle so aneinander klebt. Habe mir dann aber gedacht, damit ich ein paar mehr Seiten habe, machen wir solche kleinen Teile dazwischen, die ich euch da gezeigt habe. Und so hat man dann ein bisschen mehr Platz. Klebt das jetzt erstmal alles hier zusammen, muss man jetzt nicht jede Seite zeigen. So, jetzt habe ich die Seiten alle soweit zusammengeklebt. Jetzt können wir das Cover aufsetzen. Hier haben wir die Innenseite von dem Cover. Das kann ich hier schon gegensetzen. Das ist ja erstmal einfach. Wird auch wieder so als Tasche freigelassen. Also nur da, wo geknickt ist, Kleber dran und an der Seite. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir das Blatt hier auf die richtige Seite haben. So. Jetzt soll ja dieser Umschlag, dieses Cover von außen sein, aber wir wollen das ja auch irgendwie zumachen, das Buch. Dafür habe ich hier so ein Band in diesen Crafters Companion Boxen, war ja immer so viel Band drin, in allen möglichen Farben. Kommt mir jetzt zugute. Jetzt habe ich hier natürlich passend zu dem lilanen Buch eine Schleife. Mal gucken, wie lang das ist. Teile ich mir einfach in der Mitte. Dann wird das hier erstmal auf das Cover aufgesetzt, so dass man das noch schön verschließen kann. Könnte man auch so ankleben, reicht eigentlich immer noch. Ungefähr mittig, man kann das ausmessen oder einfach so. Ich schätze das jetzt einfach mal, dass das hier die Mitte ist. So, und dann kommt jetzt die äußere Seite vom Cover drauf, das wird jetzt hier vollflächig aufgeklebt. Suchen, auch wieder passgenau hier ansetzen. Dann haben wir unsere erste Coverseite. Hier mit einer Einstecktasche die erste Seite. Erste Seite, zweite Seite. Taschen. Jetzt muss ich hier überall den Kleber ein bisschen abrubbeln, was jetzt hier zu viel ist. Hab dann auch diese Einstecker immer gleich wieder rangemacht. Na komm. Ja, das geht vielleicht mit Klebeband besser. Schmaddert man nicht so. Hier auch wieder noch eine Einstecktasche. Ne, zwei Seiten so, ja. Also die Blätter sind richtig toll, das ist richtig edles Papier. Jetzt müssen wir hier die Rückseite vom Cover natürlich wieder noch machen.
Da habe ich jetzt auch wieder die gleiche Seite. Die soll jetzt hier auch wieder praktisch in. Und das ist der schöne Vogel weg. Naja, ist egal. Hilft alles nicht. Ist der Vogel weg. Oh. Weg ist er, der schöne Vogel. Traurig. Jetzt dürfen wir das Band nicht vergessen. Müssen wir hier das Band wieder ansetzen. Und die letzte Coverseite hier drauf machen. Und dann brauchen wir bloß noch innen weiter gestalten. Das ist jetzt eigentlich immer das Schönste an so einem ganzen Buch. Bist du sicher, dass das die richtige Seite ist? Das ist die richtige Seite. Da wollte ich jetzt nur den lilanen Abschluss haben. Ohne Muster. Ohne Muster, weil das hier vorne so ist. Das ist nämlich die andere Hälfte von dem Blatt hier. Ach so. So. So, jetzt können wir mit diesem lila Band hier vorne ja das Buch verschließen. Und hier hinten, das gefällt mir aber immer nicht. Da habe ich mir nochmal ein lila Band rausgesucht, was ein bisschen breiter ist. Das schneide ich mir jetzt hier auf die Länge zu von dem Buchrücken. Und klebe mir das auf einer Seite hier erstmal fest. Dann nehme ich jetzt hier aber Bastelkleber, weil der richtig gut hält. Dann wird hier das Band gegengesetzt. So. Mal so machen, dass das bis auf die andere Seite noch reicht hier. Das ist jetzt eigentlich noch... Stücke müssen wir noch ein bisschen ziehen. Jetzt wird das hier ohne festgeklebt. Ein bisschen kann man ja immer noch ziehen auf der anderen Seite. So, dass das hier auch noch ausreichend ist. Na komm. Wenn man ein breiteres Schleifenband hat, ist natürlich ja, besser. Da hast du aber mehr Schleifenband als alle anderen. Naja. So, und dann hat man den Buchrücken hier versteckt. Hier oben schneiden wir einfach ab. Die gute Schere. So, dann haben wir den Buchrücken hier. Muss natürlich jetzt erstmal fest werden, alles. So, und dann haben wir eigentlich unser Buch soweit erstmal schon mal fertig. So, für ein paar Seiten habe ich mir jetzt solche, naja, so was wie ein Wasserfall ausgeschnitten, dass man das hier in der Mitte festkleben kann. Habe nämlich bloß noch ein paar von diesen Blümchen übrig gehabt und habe mir gedacht, die kommen dann in kleinerer Version, weil ja bloß noch Restpapiere über waren, hier dann so mittig draufgeklebt. Das mache ich erstmal als erstes bei den ganzen Teilen, die ich ausgeschnitten habe, damit ich da nachher nicht nochmal dran rumpuzzeln muss. Und dann hat man vorne eine kleine schöne Deko drauf und hinten kann man, ups, also hier könnte man dann ein kleines Bild hinkleben, ein kleines Foto. So machst du jetzt erstmal alle. So mache ich jetzt erstmal alle Teile fertig, die ich mir jetzt ausgeschnitten habe. So, dann wird der Wasserfall jetzt nach und nach hier an der Seite befestigt. Immer das nächste Teil unterhalb von dem oberen Teil, was jetzt gerade als letztes klebt. Und noch das letzte Stückchen hier an dieser Knickfalz, die wir uns gemacht haben. Das ist immer so eine Klebelasche, die man sich da lässt. Muss man das hier immer genau ansetzen. Könnte man jetzt noch ein paar mehr machen. Ich hatte aber nicht mehr von diesem Dekopapier. Von diesem Designpapier, also konnte ich nur noch 4 machen von dieser Sorte. Reicht aber völlig hin als Wasserfall. Dann hat man hier so einen kleinen Wasserfall. Hier kann man ein großes Bild dann hinsetzen und dann kann man hier noch ein paar kleine hinmachen in den Wasserfall. Ja. So.
mal wieder eine Seite gestalte. Hier können wir jetzt gucken, diesen Einstecker, den müssen wir vielleicht noch ein bisschen kürzen. Oder wir machen da eine Deko-Bordüre oder irgend sowas hin. Aber ich mache das vielleicht trotzdem noch ein kleines Stück kürzer. Ich habe mir da jetzt immer zwei Blätter zusammengeklebt, hatte erst überlegt, ob man da ein, also man könnte jetzt eins nehmen zum Reinstecken, dann hast du immer hinten eine weiße Seite, hat mir aber nicht gefallen. Also habe ich zwei jetzt zusammengeklebt. Jetzt muss man sich bloß immer auf die Länge einigen. 13, 14, 14, dann ist es ein Zentimeter kürzer als die Seite ist. Kann man aber immer noch einstecken. Muss ja nicht ganz so tief drin gesteckt werden. Man das hier so ein bisschen rauslassen und dafür müsste ich mir jetzt irgendwas einfallen lassen zum Rausziehen immer. So, damit man das dann jetzt besser rausziehen kann, also zum Reinstecken passt das ja jetzt, aber jetzt muss man ja irgendwas haben, um das hier immer wieder rauszukriegen, auch wenn das mal zu tief drin steckst. Jetzt habe ich mir gedacht, da kommt einfach ein Loch in die Mitte. Dafür gibt es ja solche Ösenstanzer. Macht man sich ein Loch oder man nimmt ein Locher einfach. Kann auch einfach ein Locher nehmen. Geht natürlich genauso gut. Besser. Vielleicht auch besser. Weil ich jetzt hier gerade zwei Blätter habe. So, dann braucht man wieder ein bisschen Band, was man durchstecken kann. Nehme ich hier auch wieder so ein lila Net und mache dann erstmal da Band durch. Wenn das mal abgehen würde. So, ich musste jetzt ein dünneres Band nehmen, weil ich es nicht durch das Loch da durchgekriegt habe. Aber dann hat man eben so ein kleines Pinkett-Band. Kann man jetzt an verschiedenen Stellen anbringen, damit das nicht immer an der gleichen ist. Aber so kann man das dann immer rausziehen. Jetzt mache ich erstmal meine ganzen Einstecker fertig, die hier irgendwo rein sollen. Also hier kann ich ja auch so ein Teil mir zuschneiden, was man hier so reinmachen kann. Also ich mache das erstmal die Einstecker jetzt. So, jetzt bin ich gerade noch dabei, mir für diese Täschchen hier Einstecker zurechtzuschneiden. Da muss man natürlich immer gucken, wie weit man mit dem Kleber nach unten gekommen ist. Und je dicker das Ganze wird, je mehr man da reinsteckt, desto enger wird das Ganze. Ich habe jetzt hier 13x12 mir zurechtgeschnitten, dass das reinpasst alles. Die Ecken werden ein bisschen abgerundet, damit das schöner aussieht alles. Und dann hat man ein bisschen mehr Platz, wo man Fotos drauf machen kann. Passt jetzt eigentlich so farblich. Passt jetzt farblich hier gut zusammen, finde ich. So, wenn noch ein Stecker. So, und dann können wir eigentlich schon mit der Deko, also das ist ja jetzt erstmal nur die Seitengestaltung gewesen. Jetzt können wir noch Deko machen. Jetzt habe ich hier noch so kleine Reste. Ich verwende eigentlich immer gerne alles von einem Blatt, dass man da nicht wieder irgendwas wegschmeißt. Dann kann man hier entweder was draufschreiben oder von mir aus auch noch Bilder draufkleben. Aber so eine kleine Sachen braucht man auch immer mal. Auch mit abgerundeten Ecken dann, wenn man das schon immer anfängt, dass man das hier mit rein macht. So, dann habe ich jetzt hier von hinten, also die letzte Seite, dann diese Einstecker. Hier kann man einfach so mal was aufkleben. Hier habe ich dann diese Einstecker drin, habe ich mir schöne Papiere rausgesucht. Das ist jetzt hier aber von Crafters Companion, den Block hatte ich noch liegen und habe mir gedacht, das passt halt farblich auch gut zusammen. Und diese Bänder hier immer ran gemacht, dann kann man das bis zum Anschlag reinschieben. Hier wieder so ein Einstecker rein, hier kann man wieder draufkleben. Hier auch wieder so ein Teil, da müsste ich jetzt auch überall noch die Ecken abrunden. Und dann kann man das hier, hat man schön Platz für Fotos. Das Papier sieht schön aus. Ihr könnt auch ganz einfarbiges nehmen, wenn ihr irgendwas habt, was dazu passt. Hier wieder der Einstecker mit drin. Und dann habe ich das so gemacht, dass diese Bänder so in verschiedenen Höhen sind. Hier vorne der Einstecker, hier dieses Wasserfall, hier kann man wieder was aufkleben, Einstecker und so weiter. Sieht doch schon cool aus.
So, jetzt suche ich noch ein bisschen was man so an Deko mit drauf machen kann. Man hat ja immer einen ganzen Haufen liegen. Was man braucht, hat man natürlich dann wieder gerade nichts dran. Aber ein paar Sachen sind hier noch. Dass man hier noch ein Blümchen vorne drauf kleben kann. 3D, das sieht gut aus. Jetzt könnte man hier drinnen noch ein bisschen was machen. Hier sind jetzt einzelne Blätter. Kleine Blümchen. Ach ja, wir gucken mal, kleine Blümchen. Da nehme ich aber dann die, oder lasse ich die dran, dass das ein bisschen dreidimensional wird. Ja. Diese. Ja, da kann man sich jetzt ein bisschen austoben. Macht das natürlich nicht innen, dann gehen die Seiten nicht mehr so hier zu. Kann man mal gucken, was man alles noch so hat. Alle nur ein bisschen verschönert. Verspielter. Gibt ja so viele Sachen, die man machen kann. Na, hier brauche ich jetzt nichts. Da brauchst du auch nichts. Oh, jetzt ist mir gerade was aufgefallen. Ist dir das auch aufgefallen? Ja, so ein Kopf ist. Ich hab so aufgepasst und hab das auf dem Kopf. Und wenn du jetzt nicht gesagt hättest, hätte keiner gesehen. Mann. Muss man auch genau hingucken, ne? Mhm. Damit man das sieht. Noch ein Blümchen. So, dann denke ich erstmal, reicht das so. Dann haben wir unser Buch fertig. Also ich finde es ganz toll. Ein schönes, kleines, niedliches Buch mit etlichen Sachen, also etlichem Platz, wo man was reinkleben kann, reinschreiben kann. Das Papier ist schon mal schön, also kann man nicht meckern. Hier diese sehen schön aus. So, also schaut da ruhig mal rein, guckt mal hin, die haben da immer wieder Neues, weil sie immer wieder neue Sachen ausbuddeln irgendwo, die Auszubildenden, die suchen immer wieder nach schönen neuen Sachen, die sich gut verkaufen lassen, die euch Spaß machen oder euch Spaß daran haben lassen, da mal einzukaufen. Hier kann man sich jetzt einen kleinen Knoten oder ein Schleifchen drin machen. Und ich verlinke euch das, bleibt also weiterhin neugierig, schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das wie immer ganz, ganz einfach und schön ist.